damit den Himmel anzufassen. Komm, renn der Sonne entgegen. That long cash get the baddest bitches out they jeans. 20 years in this game looking 17. I don't lean, no codeine, promethazine. I just blow green, pick which bitch to bless the king. I can feel a thing with you. Baby, I can't feel a thing. Can't feel the same as I used to do. Living a lie, never been true. But I can't. Morgens bin ich so solide. Doch am Abend werde ich schwach. Alle eben gezeigten musikalischen Leckerbissen könnt ihr live erleben. Wann, wo, warum, erfahrt ihr jetzt. Das Festival heißt 100 Yards Festival. Und findet am 30.06. Hier im Frankfurter Bahnhofsviertel statt. Die Idee ist über eine gewisse Zeit lang irgendwie gewachsen und aus dem anfänglichen Straßenfest, was wir machen wollten, ist jetzt ein Blockfestival. Blockfestival, weil es eine Mischung aus einer Blockparty und einem Musikfestival ist. Und 100 Yards, weil es in der Nidderstraße zwischen Karlstraße und Düsseldorfer Straße stattfindet. Das sind knapp 90 Meter. Und wie wir damals in der Schule gelernt haben, machen das 100 Yards aus. Und in diesen 100 Yards passiert halt das ganze Jahr lang eine ganze Menge. Und das Festival soll so der Höhepunkt sein und das kreative Potenzial dieses Viertels demonstrieren. Und vor allem aber auch der Welt da draußen zeigen, dass es in Deutschland noch andere Städte gibt, wo was passiert, außer Berlin. Das Bahnhofsviertel, umstritten, viel Kriminalität, viel Prostitution und ein Milieu, was nicht gerne aufgesucht wird, aber wo man gerne wohnt. Das will die Stadt Frankfurt nach vorne bringen. Ihr auch. Was für einen Support gibt es von der Stadt Frankfurt für sowas? Also im ersten Jahr haben wir einfach die Genehmigung bekommen. Das heißt, wir haben ein Image-Konzept geschrieben für die Stadt Frankfurt. Das ist einen gewissen Prozess durchlaufen. Das heißt, wie gesagt, der Wirtschaftsdezernent ist der Schirmer der Veranstaltung. Und wie genau, also wir haben die Genehmigung dafür sozusagen erhalten. Church for can't find it. Fuck sadness. Had this been you having this lavish habitual happiness at me, you wouldn't look back. What you would have sex on condominium roof decks. So anyone move next, I hit you with two texts. Top Acts sind dabei wie Nas, der super Rapper If I Rule the World, Klassiker aus dem Jahr 94, glaube ich, oder sowas. Wie holt man so einen an Land? Wie läuft da die Connections? Wie hat man da Glück? Ja, ich glaube, das ist dein. Also es geht gut, grundsätzlich kommst du an diesen ganz großen Agenturen einfach nicht vorbei. Ja, die sitzen halt jetzt zum Beispiel bei NASA einfach in Los Angeles. Die checken natürlich ganz genau, wer fragt das an, ist das ein seriöses Ding, können die ganze Infrastruktur irgendwie dafür geleistet werden. Und wie gesagt, ich meine, wir haben doch hinter uns auch ein Produktionsteam, mit dem wir das erarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch was vielen nicht so ganz bewusst ist. Ich meine, da wird halt eine 10x12 große, Meter große Bühne stehen, die zweigeteilt ist mit Treppen für die Drummer und so. Also es wird eine richtige Kulisse sein. Und wie gesagt, die haben es einfach geprüft und mit uns gemeinsam fanden die auch die Idee einfach cool. Und das wird auf jeden Fall ein Auftritt sein von Nas in Europa, die er auch als Promo für sein neues Album nutzt. Freuen könnte sich auch auf die Mainzer Indie-Rocker Auletta, sowie auf diese Gruppe hier, Breakboat. Menschen dürfen sich auf die 100 Yards verteilen. Der Eintritt kostet 49 Euro. Los geht's um 13 Uhr bis tief in die Nacht. Datum 30. Juni.